So, und wir gehen schlafen. Muss ich mir merken, die zwei Dinge muss ich zusammenführen nachher. Okay, alles gut. So. Let's go to sleep. Hey, Level 7 Mining. New Craft Transmute. Ah, sehr gut. Aus Eisen wahrscheinlich, ne? Ja, das müsste vom Geld her langen. Sag mal kurz. Was hat da? Ah, die Kammer Mushroom. Das bringt schon einiges, wenn man dann viele verkauft. Ja, das ist gut. Okay. Der 20. Ich freue mich jetzt schon auf mein nächstes Ernten. Und ich glaube fast schon, ich habe zu wenig. Immer noch zu wenig gepflanzt. So, Weather Report, wie sieht's aus? Welcome to Pudum. It's going to be clear and sunny all day tomorrow. Alles klar. Weißt du Bescheid? Wir haben Geld gekriegt. Da kam eine Fackel. Ach ja, bei Newspaper kann Fackeln, also doch nichts so Wichtiges, Dramatisches. Okidoki. Hier, Kätzchen noch ein bisschen liebhaben vielleicht mal. Ich auch schon lange nicht mehr gemacht. Transmute, das will ich mal kurz schauen. Ne, das war hier oben. Und zwar, zwei Iron Bar gibt ein Gold Bar. Apropos Iron, nehmen wir mal gleich mit. Oh, ich brauche fünf. Das heißt, zack, zack. Direkt mal noch ein paar Brennen. Ja, mach sie alle, egal. Wir haben sie im Moment noch. So, Eisen lassen wir mal. Wenn das Ding fertig ist, hole ich mir fünf Stück. Ach so, wenn ich das Ding transportiere mit. Also, wenn ich meine Hoe aufwerten lasse, habe ich ja 5000 Gold weniger. Ich hätte aber gerne den Aprikosenbaum noch gehabt. Ich sehe es fast kommen, dass mir die Aprikosen dann im nächsten Jahr fehlen. Wenn ich da nicht ein bisschen was anpflanze. Ach, mach die einfach mal Eier hier jetzt. Ist doch egal. Wie sieht es bei den Teppern aus? Mich dolcht, ich hätte vielleicht mehr Tepper bauen können. Was kosten die eigentlich nochmal? Was brauche ich dafür? Wo sind die Tepper? Hier. Wo ist ein Copperbar? Ne? Also, ja, die Copperbars sind halt nicht so extrem oft. Mir ist das Copper irgendwie abhanden gekommen. Also. Kommt momentan nichts. Oh, sehr schön. Tolle Ausbeute. Mir fehlt es allerdings an diesem einen Mushroom, an diesem roten, an diesem blüten. Ne, was war das? Der hier, the Purple. The Purple, the Purple, the Purple. Da kommt irgendwie nichts nach. Jo, Aprikosenbaum oder. Oder. Wäre ja auch geil als Geschenk, wenn ich mal irgendwie eine Quest mache, dass ich ein Sapling geschenkt bekomme. Ich darf das bloß nicht verwechseln, gell? Das ist mein. Weißt du was? Da mache ich mal was, dass ich das nicht vergesse. Und zwar. Hardwood Fence, the most durable type of fence. Ich würde dir fast sagen, ich mache da. Aber es gibt kein Hardwood Gate, ne? Also ich mache jetzt das normale Gate, das geht doch auch kaputt, oder? Ich hätte mich jetzt Bock, hier außenrum ein Gate zu machen. Also irgendwie das zu markieren, dass ich ja nicht das Ding da aus Versehen mal weghacke oder so. Das wäre echt ärgerlich. Naja, einfach mal dran denken, Crispy. Ich weiß, damit hast du es nicht, aber. Wäre doch schon. Oh, Häschen. Häschen. Wie kriege ich die Hasen eigentlich? Kann ich irgendwann mal Traps bauen, fallen? Ja, nicht, dass ich schlacht und esse, aber, weißt du, dass ich die vielleicht selber züchten kann oder so, irgendwas in der Richtung. Das wäre doch fein. Ach, Evelyn hat ja heute Geburtstag. Müssen wir mal zu Evelyn gehen. Es gibt keine neue Quest, das ist doof. Wir gehen mal zu Evelyn. Die zwei waren. Nee, da nicht. Warte mal, wo waren die? In dem da, nee. Die waren nicht. Hä? Stehe ich davor? Nee, wo waren die denn? Die waren doch irgendwie abseits. Jodie Kending, Emily und Haley. Hä? Wo waren die zwei Alten? George, hier. George, Evelyn und Alex da oben. Hinter dem Saloon. Okay, alles klar, was Bescheid. Hinter dem Saloon, hinter dem Saloon. Genau, das waren die mit dem Hund. Warte mal, kurz mal kurz. Dass wir das nicht vergessen. So, meine Liebe. Ich glaube, du hast heute Geburtstag. Ja, thank you, this is great. Sehr schön. Da kommt Freude auf. Na, George? It's no different than any other time for me. Das kritische Arschloch. So. Das ist bestimmt verwandt mit Jane, er weiß es bloß nicht. Nee. Apropos, gucken wir mal kurz rein. Evelyn, ein Herzchen bekommen, sehr schön.
Die Marnie, die ist noch ein bisschen abstinent. Warte mal, ich muss mal kurz auf den Kalender schauen, wer als nächstes Geburtstag hat, dass ich mir das mal merke. Da kommt am 23. die Lea. Das schreibe ich mir mal ganz kurz auf, Leute. Lea, 23. Und dann haben wir den Clint am 26. Jo. Passt. Dann gehen wir mal an den Strand, das habe ich mir vorgenommen gehabt. Und ich würde sagen, wir gehen ein bisschen angeln dann. Es gibt wirklich nicht viel zu tun jetzt aktuell. Halt, falsche Richtung. Wobei, angeln werden wir vielleicht sogar hier irgendwo, wo es die Leute sehen. Damit. Oh, apropos. Oh, ho, ho. Ich sehe gerade was. Das nutze ich aus, Leute. Das nutze ich aus. Treffer. Wow. Was bist denn du für eine Grotte? Du wirst ein hartes Brocken, ey. Da musst du mehr Glück als Verstand haben, dass das Ding ab und zu in deinem grünen Bereich landet. Bin ich mal gespannt, was das ist. Das ist bestimmt so und so eins von den anderen seltenen Viechern. Wo noch in dem einen Bericht stand letztens. Aber du wirst müde, du hast keinen Bock mehr. Ah, das kannst du gar nicht kriegen, ey. Vergiss es. Nee, das war nichts. Muss schon im mittleren Bereich landen. Killed. Boah. Jetzt weiß ich auch, was Branka gemeint hat mit, das waren noch die einfachen Fische. Ah, vergiss es. Ja, das ist zum Beispiel einer von der einfachen Sorte. Oh, easy peasy. Persch. Voll der Persch. Unser Name. Was ist ein Persch? Ich muss mal ins Angellexikon gucken. Oh, du bist auch ein Zappler. Ich gucke auch teilweise auf den rechten Balk, um zu sehen, wie weit ich bin, ey, Stabschädel. Pike. Oh je. Was geht? Dann kommt. Keine Chance. Keine Chance. Pike. Kannst du schon direkt am Verhalten sehen, was es für ein Fisch ist? Pike. Nee, oh, Tiger Trout. Mal was ganz Neues. Sehr cool. Das ist cool. Ja, eine Alge, die musste ich dringend haben jetzt. Oh, Alter. Das ist das Geile bei diesen Blooper-Dingern. Das geht sehr schnell. Was ist denn das? Vincent, jetzt guck ich. Nee, Quatsch, der Vincent, der andere. Elliot. Alter, jetzt guck ich nach Elliot, ich Idiot. Lass mich hier ablenken. Komm, Pike, gib her. Pike oder Trout? Pike. Was für ein Fisch bin ich? Errate es am Zappeln. Ah, du bist wieder so billig, Ding. Das könnte sogar ein perfektes Ding werden. Ah, fast. Persch, genau, du bist schon ein Persch. Persch, du billiger Persch. Oh, oh, oh. Das ist gemein. Komm, jawohl. Pike. Nee, das ist schon spannend. Frisches Gewässer. Ich muss mal gucken, da war doch irgendwas mit von Wasserfall irgendwo im Norden. Oh je. Yeah. Sehr ergiebig hier, mein lieber Mann. Da geht hier einiges. Wo andere Wasserstellen schon nach dem dritten, vierten Mal durch waren. Ah, okay, wenn man perfekt hat, hat man eine größere Chance anscheinend, einen neuen Rekord aufzustellen. Einen längeren Fisch zu angeln. Wie auch immer. Oh, Alter. Wir wollen einen Trüffler, hm? Und Persch. Hit it!
Bei dir kann man sogar die Truhe holen. Boah, eben hab Scheiße gebaut. Blöd, total blöd. Eben hab ich mich total verwirren lassen. Wo willst denn du hin? Bleib du mal da, den grünen Balken drin. Jawohl, noch ein Tiger Trout, sehr schön. Aber nur die Billigversion. Komm, hit it. Keine Chance, keine Chance. Das ist wieder so ein Teil. Da musst du echt Glück haben, dass er sich wirklich mal eine Zeit lang nicht so viel bewegt. Das ist unmöglich, ey, komm. Zumindest mit dem kleinen Balken, das kannst du knicken. Ja, da ist es schon wieder. Ich muss mal dieses eine Rezept da kochen, wo man ein Plus auf sein Angriffsgegen bekommt. Dann wäre es mit Sicherheit sehr interessant. Wenn der Balken, sagen wir mal, doppelt so groß oder so, das wäre schon geil. Hab ich. Okay, also das ist... Das geht ja fast ins Unendliche. Wir wollen aber noch ein paar Muscheln sammeln. So, auf geht's. Komm. Und hier gibt es auch wieder Würmer. Sehr schön. Ja. Mixed Seeds. Damit kann ich dich momentan echt bombardieren. Schon lange kein Buch mehr bekommen. Haben wir schon alle Bücher oder was? Oh, ein getrockneter Starfish. Ein getrockneter Seestern. Und hier ist wieder einiges, mein lieber Mann. Guck mal, was wir Korallen hier. Das ist supi. Das bringt wieder ordentlich Kohle. Ja. Ach, apropos, ich habe ja dieses eine Ding bekommen. Ach, da wollte ich mal mittags, mittwochs wollte ich doch mal schauen, ob dieser Old Mariner da ist. Weil ich jetzt diese... Ich habe ja das Teil jetzt bekommen, also den Erfolg. Den Erfolg Old Mariner. Und damit bin ich jetzt vielleicht qualifiziert, das zu bekommen, was der mir schon die ganze Zeit geben wollte. Habe ich eigentlich übersehen oder ist die gerade erschienen? Ja, ich will mal kurz in anderen Gewässern schauen. Warte mal. Wasserfall hier. Der meint doch bestimmt das hier. Gibt es sonst noch ein Wasser hier? Da komme ich nicht hin. Da gibt es auch kein Wasser. Ja, wenn, dann hier wahrscheinlich. Frisches Gewässer. Oder ist hier was Bestimmtes? Ne, ich will das jetzt mal ein bisschen abgrasen hier. Nach den verschiedenen Fischsorten Ausschau halten. Definitely. Laufen wir mal in den Norden. Hier haben wir noch ein bisschen Zeit. Oh, Willi. Willi kriegt einen Fisch. Nicht eaten, soll ich ihm schenken. A gift thanks. Alter, da freut er sich. Willi kriegt immer einen Fisch, wenn ich ihn sehe. Was willst du einem Angler auch anderes schenken als den Fisch, gell? Das ist ein bisschen doof, ich weiß. So, warte mal. Geht's hier eigentlich auch hoch? Wie war denn das? Ja, aber da oben ist auch nochmal eine Brücke rüber. Glaube ich zumindest. Ja. Hier geht es dann nicht weiter. Dann muss ich dann westwärts hoch. Ne, ich will jetzt mal an dem Teich angeln, da oben. Da gibt es ja diese kleine Insel. Genau da will ich hin. Kaninchen, Kaninchen, ich sehe ein Kaninchen. Und ich kann es nicht fangen. So. Dann schauen wir mal... Oh, wir könnten noch was essen, sehe ich gerade. Hier. Ich denke, das zählt zu diesen frischen Gewässern eventuell. Der Platz hier. Warum läufst du nach rechts? Hey, oh, meine Tastatur hängt. Oh, hier, sehr schön. Das ist doch perfekter Platz. Ne, war nix. Hör mal. Jawohl. Mal gespannt, ob es hier anderen Fisch gibt. Das war zumindest sehr einfach. Nö. Eine Persch, aber neuer Rekord. Ups. Ich will diesen einen seltenen, was heißt seltenen, diesen anderen Fisch mal haben. Da stand ja, es gibt zwei verschiedene Sorten von Fischen im Winter. Ich will jetzt mal den anderen kriegen. Den hatte ich noch nicht, oder? Ist der Trout? Nee.
wenigstens haben wir da. Chop. Und? Aquamarin und Iron Ore. Das ist nie verkehrt. Ich sehe schon, meine Energie geht zum Neigen. Perfekt, 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 perfekt. Jawohl. Sehr nice. Ein neuer Rekord beim Jump. Ein Jumpy ist ja was anderes. sag nichts. Und jawohl, wieder perfekt. Wenn es wieder ein Jump ist, wird es aber langsam langweilig. Ein Linkot, ich glaube, das war's. Ein Linkot. Genau, Linkot. Das war der eine seltene Fisch, den es noch im Winter gibt. Genau. Persch. Einfach nur Persch. Da bist du fast ein bisschen enttäuscht, wenn du mal einen Persch anangelst. Oh, 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 das ist wieder so ein... Es, ja, es wird spät abends, das könnte ein Squid sein. Obwohl, Squid gibt es doch nur im Meer, oder? Ah, man denkt, er springt jetzt gleich runter, deswegen lässt man locker. Aber er tut's gar nicht. Na komm, ich will noch ein Squid, ey. Ich hab nur ein Squid. Obwohl, ein Squid dürfte das nicht sein. Die sind ja nur am Meer, soweit ich das richtig gelesen habe. Na komm. Ah, komm. War schon so weit oben jetzt, ey. Komm. Das ist ärgerlich. Da fühlst du dich echt wie gefickt. Ohne Witz. Oh je, vergiss es. Vergiss es. Schade, Mann. Der war so kurz davor. Oh, das war's schon. Okay, das wird ein Langweiler. Kann sogar die Truhe holen. Boah, das war knapp. Aber okay. Das ist ein wirklich sehr ruhiger Fisch, also insofern. Null Bedenken. Und... Ein Nautilus-Fossil. Hatten wir auch schon mal. Kann man eigentlich irgendwas wegschmeißen gleich im Notfall? Obwohl, es ist ja auch schon 6 Uhr. So sehr viel verschiedene Sachen werden da jetzt nicht mehr auftauchen. Na komm. Immer Richtung Truhe. Wäre fast sogar perfekt gewesen. Oh, was ist denn das? Ein Bullhead. Oh, was Neues. Steine. Ja, bitteschön. Hm, okay. Ich muss was essen. Ich glaube, ich esse die Snowjam. Das ist ja fast also echt langweilig jetzt. Also warum habe ich sowas am Anfang nie bekommen? Als es noch um was ging. Ja. Und ein Persch. Jawohl. Aber so, ess mal was. Du bist am X-Hausen hier. Ess mal Schokoladenkuchen. Hä? Oder? Ja, komm, es rentiert schon. Sehr gut. Warte mal. Geh mal kurz in die Richtung. No, just for fun. Ich denke zwar, das macht jetzt keinen Unterschied. Das Gewässer wird definitiv dasselbe sein, aber... Einfach mal ein bisschen die Stellung wechseln, ist ja nie verkehrt. Habe ich keinen Köder mehr? Doch. Ein paar habe ich noch. Ich habe auch noch 15 Backmeat, glaube ich, in der Eintruhe. Die muss ich gleich mal umwandeln noch. Na, ein perfektes Ergebnis. Komm, ein neuer Rekord. Das geht... Ah, fast ja doch. Noch ein Bullhead. Das ist aber ein Bullshit. Nee, ist kein Bullshit. Ist ein Bullhead. Soll ich mal ab und zu so Angelszenen machen? Ein schönes Lied dazu einspielen? So wie bei dem einen Zusammenschnitt. In der vorvorherigen Folge. Dass ich einfach nur angeln gehe und dazu eine schöne Musik spiele. So einen schönen Walzer oder so. Ja, Mann, Mann. Hätte es nicht drücken brauchen. Ja, man wird ehrgeizig. Jump, neuer Rekord. Sehr schön. Okay, ich würde sagen, das ist okay soweit. Ja, ach so, wir konnten ja im Community Center, das müssen wir auch noch machen. Da gab es auch noch irgendwas, was wir abgeben konnten. Das haben wir nicht. Das haben wir auch nicht.
nicht. Irgendwas war da noch. Das war auch nichts. Mal kurz durchschauen. Da fehlt auch noch was. Mit dem Feuerquarz war das doch. Warte mal, das war bei der Eisengeschichte. Boiler. Genau hier. Feuerquarz, Frozen Tear, Earth Crystal und Quarz. Das müssen wir mal abgeben. Das werden wir auch als nächstes tun. Genau. Ja gut, wobei, eigentlich passt das jetzt gerade vom Timing, dooferweise, zum Beenden der Aufnahme. Ich habe auch nicht mehr allzu viel Zeit. Also Community Center, kann man da nachts hin? Könnte ich das ja noch schnell machen, das ist ja erst 9 Uhr. Hab nur 3 Stunden Zeit, ja, also so ist es nicht. Mal kurz ein bisschen die Taschen leer machen. Die 4 Sachen holen. Wo ist denn eigentlich der Feuerquarz? Ich habe doch einen bekommen. Oder war das in der Aufnahme, die ich geschrottet habe? Nein! Nee, wirklich? Sag mal. Nee, ich hab ihn. Okay. Inventar ist voll. Na, sowas. Könnte man ja fast noch was verkaufen. Also wir werden definitiv die Hoe noch updaten, bevor die nächste Saison kommt. Achso, sollen wir was verkaufen, oder? Hauen wir mal Duffen einen rein. Hauen wir mal einen Chub rein. Gucken, was die alles bringen. 2 goldene Korallen können wir mal reinhauen. Eine normale auch. Sea Urchin bringt gute Kohle. Grüne Algen. Ja, Just for Fun einfach mal so ein bisschen was rausgehauen. So, dann Fisch, Fisch. Ja, den Fisch haben wir schon nicht mehr hier. Warte mal, alles andere muss ich noch antesten. Ob da schon ein Platz ist. Da ist nichts mehr. Dann zack, 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 zack. Jo, es wird langsam Zeit für eine wirklich zweite Fischtruhe. Oh, Entschuldigung. Ah, das ist ein Artefakt. Das darf ich jetzt nicht verwechseln. Das hat nichts mit den Dingern hier zu tun. Das mal alles hier hoch. Wobei, das ist, glaube ich, auch ein Artefakt. Ne, es ist ein Ancient Shell. Ja, komm, es ist eine Muschel, also pack's hier rein. Ja, dass nachher durcheinander kommen. Ich kenne mich. Sea Urchin auch hier rein. Da ist eine goldene Nautilus Shell. Das passt soweit. Genau. Ja, ach, es ist unglaublich. It's unbelievable. Hab den einmal in seinem Leben rausgelassen, jetzt will er nur noch raus. Das ist unglaublich. Dabei ist es eine absolute Hauskatze. Es ist eine Hauskatze. Jetzt lasse ich ihn halt ab und zu raus. Ich finde es einfach zu gefährlich rauszulassen, die Katzen. Das ist einfach. Weiß nicht. Würde mir das Herz brechen, wenn denen was passiert. Und ich würde mir die Schuld daran geben. Aber die den ganzen Tag schreien zu lassen, ist auch nicht die Lösung. Ne? Es ist schwierig. Wie will man darüber entscheiden, was richtig ist? So, pass auf, den Müllturm aber noch. Haben wir doch nichts anderes. Lassen wir hier. Das haben wir 2 Driftwood, dann können wir das auch einsetzen. Dann machen wir das nochmal kurz. So, dann hauen wir uns schon mal. Warte mal, ich probiere es mal aus. Ein Frozen Tear, ein Earth Crystal, ein Fire Quartz und. Was war das andere noch? Warte. Bowling Room suche ich. Boiling Room, Boiling Room, Boiler Room. So. Quarz. Earth Crystal, Frozen Tear, Fire Quartz und normaler Quarz. Jawohl, ja genau. Wir gehen nochmal schnell hin. Komm, das kriegen wir hin. Community Center, willkommen. 10, 11, 12. Ja, im Notfall zurückwarpen. Aber ich denke, das langt von der Zeit. Ist unglaublich. It's unbelievable. Direkt hier in den Norden. Ich hoffe, das Ding hat wirklich durchgehend offen. Ich bin mir jetzt echt nicht mehr sicher. Oh. Jede Chance nutzen. So, zeig mal. Community Center Öffnungszeiten? Nein, sehr gut. Boiler Room, direkt. So, gucken wir noch kurz, was es da gibt. Das Zurückgehen brauche ich euch dann nicht mehr zu zeigen. So, pass auf. Einmal. Die kommt dahin. Dahin. Bin mal gespannt, was es dafür gibt. Zack. Was gibt es eigentlich? Minecarts repaired. Ach ja, geil. Du willst ja dafür richtig Zeit. Ey, 5 Omni-Genoten. Das ist ja geil. Dann rentiert es ja zum Ding zu gehen. Ey, das haben wir auch. Das haben wir auch. Schaffen wir das noch? Nee, pass auf. Das bleibt für die nächste Aufnahme. Wir machen es ein bisschen spannend und gemein.
Okay, Leute, pass auf, die Aufnahme ist soweit beendet. Dann sag ich mal von meiner Stelle aus vielen herzlichen Dank fürs Zuschauen. Wenn ihr wissen wollt, wie die Minecarts funktionieren, müsst ihr am Ball bleiben. Ne? Da bleibt euch gar nichts anderes übrig. Einfach am Ball bleiben. Wenn ihr wissen wollt, was in den Geoden drin ist, was wir Neues eventuell mal wiederfinden, um bei Gunther abzugeben, bleibt am Ball. Das Problem ist natürlich, sonntags kann ich das nicht machen. In der nächsten, direkt jetzt im nächsten Tag, aber auch am darauf folgenden Tag. Also ich kann zumindest aber die Sachen abgeben, um die Minecarts freizuschalten. Und da bin ich persönlich sehr gespannt drauf, wie das abgeht. Ich gehe mal davon aus, das sind einfach wirklich so Abkürzungen, die man dann nutzen kann. Die Frage ist nur, welcher Minecart führt wohin? Sind die alle miteinander verbunden oder gibt es immer nur zwei Wege Minecarts oder wie, wo, wer, was, wann? Ja? Also es bleibt spannend. Leute, bleibt am Ball. Vielen herzlichen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst mal einen Daumen nach oben da. Wenn ihr irgendwelche Ideen habt, wie man Katzen ruhig stellen kann, sagt mir Bescheid. Es gab genug zu essen, das ist es definitiv nicht. Und jo, dann einfach mal bis zum nächsten Mal. Vielen Dank und bis dann, euer Chris Bitterbird. Macht's gut, bye bye. Level 6 im Fishing gibt's noch. Wir haben jetzt einen Spinner zum Craften. New Crafting, ein Trap Bobber. Was auch immer. Mal gespannt, was das wird. Das blende ich euch auch noch schnell ein. Ja, nicht schlecht. Das wissen wir ja mittlerweile. Und die Alge, okay, alles klar. Also bis zum nächsten Mal. Bye bye.